CDU-Chef Friedrich Merz hat genug. Er sieht in seiner Partei keinen Platz für den früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen. Das Maß ist voll. Wir haben Herrn Maaßen aufgefordert, die Partei zu verlassen, sagte Merz im Interview mit der Bild am Sonntag. Ein Parteiausschluss ist nicht ganz einfach, aber wir lassen gerade sorgfältig prüfen, welche Möglichkeiten wir haben. Am Samstag war Maaßen zum neuen Vorsitzenden der erzkonservativen Werteunion gewählt worden. Er erhielt bei der Mitgliederversammlung in NRW 95% der Stimmen. In einem Tweet behauptete er, Stoßrichtung der treibenden Kräfte im politischen Medien Raum sei ein eliminatorischer Rassismus gegen Weiße. In einem Interview sprach er von einer rot-grünen Rassenlehre. Mehrere Politikerinnen und Politiker hatten ihn daraufhin dazu aufgefordert, die CDU zu verlassen. Seine Sprache und das Gedankengut, das er damit zum Ausdruck bringt, haben in der CDU keinen Platz, so Merz gegenüber der Bild.